Hallo und willkommen auf dem Circuit Paul Ricard, der derzeitigen Heimat des französischen Grand Prix. Dieses Event geht bis ins Jahr 1906 zurück und wurde über die Jahre an vielen verschiedenen Orten ausgetragen. Berühmte Momente aus Dijon und Manicourt kommen in vielen Zusammenschnitten der Formel 1 vor. Hoffen wir, dass wir davon im heutigen Rennen auch ähnliche Szenen sehen werden. Der Circuit Paul Ricard ist eine 5,79 Kilometer lange Strecke, die 40 Kilometer östlich von Marseille liegt. Die Rennstrecke zählt insgesamt 15 Kurven, 6 linke und 9 rechte und besitzt eine riesen Überholmöglichkeit in Kurve 8. Die heutigen Spitzengeschwindigkeiten sollten sich irgendwo bei 330 km/h einpendeln. Das heutige Rennen kommentiere ich auch jetzt wieder mit dem großartigen Stefan Römer. Reden wir über Richards. Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix-Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass Sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn Sie sich dem heutigen Rennen stellen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Leclerc, Max Verstappen, Richards, Ricciardo, Sainz, Ocon und Danny Quert. Albon, er hat eine Gridstrafe erhalten. Stroll, Lando Norris und Gasly, Perez, Magnussen, Romain Grosjean und Kimi Räikkönen, Giovinazzi, Russell, King und Nicolas Latifi. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. So, weiter geht's heute mit dem Rennen und damit herzlich willkommen zu F1 2020. Wir sind dabei mit dem ins Rennen Platz 6. Mal gucken, was drin ist. Auf geht's mit dem Rennen in Frankreich. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on the full start. We don't want to bog down. Nach dem dritten Platz ist keiner da. Waren wir wieder erfolgsverwöhnt? Sollte nach dem Sieg ja. Hier sollen wieder nichts, noch ein paar Punkte her. Platz 6 ist es momentan. Wir stehen vor Ricciardo und Sainz, also hinter dem Top-Team. Mal gucken, was drin ist. Klar, Mercedes vorne weg. Auch Verstappen hat jetzt nochmal einen ordentlichen Schritt gemacht. Jetzt falsche Nummer 2. Auf der langen Gerade nicht wahrscheinlich so kassieren können. Naja, mal gucken, was halt drin ist, wie gesagt. Was am Ende drin ist. Eigentlich hätten wir schon das Pärchen, Dreierpärchen von uns gehabt, zwei Mercedes, zwei Ferrari, zwei Red Bull. Das waren eigentlich die ursprüngliche Paarung. Albon hat die plus 5 gekriegt. Meiner Meinung nach zu Unrecht. Ich weiß nicht, aber da irgendwie im Weg rumgestanden oder irgendwie berührt hat. Naja, wir schauen. So. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. Kanada haben wir dann Leclerc, glaube ich, relativ easy überholen können. Beim Start. Das hoffen wir, dass wir heute was wieder hinkriegen. Eigentlich Bomben.
Ich habe gehört, dass ich Vettel geholt habe. Ja, beim Start war auch in Frankreich. Wir sind schon vorbei an dem Ferrari. Mit dran an dem Mercedes. Vorneweg Bottas, dann Hamilton und dann wir. So, ich versuche mal ein bisschen zu pushen jetzt. Um vielleicht sogar einen Mercedes abzufangen. Alright, we're looking good so far. Aber da haben sich die Ferrari ein bisschen im Weg gestanden. Die habe ich relativ easy kassiert beim Start. Das ist, wie gesagt, auch in Kanada mir aufgefallen, dass es das mit Leclerc locker gepasst hat. Und die habe ich direkt beide mitgeholt. Ich denke, nach vorne wird es nicht gehen. War das Beste heute. Einer kann uns folgen, das ist momentan Vettel. Es sind nur 13 Runden, die hier anstehen. Ja, ich denke, dass ich da preisen lassen muss. Dass ich komme nicht hinterher gegen die Power da vorne. Wenn ich ehrlich bin, unter der Safety Car hat man Kanada auch keinen Sieg geholt. Definitiv nicht. Und jetzt haben wir noch ein größeres Problem. Jetzt haben wir nämlich das DRS noch dabei. Jetzt blendet hier natürlich die Sonne. Gut, die einzige Chance, den Mercedes ranzubekommen, wenn die sich ein bisschen im Weg stehen, in den Überholmanövern. So, Vettel wird jetzt natürlich versuchen anzugreifen mit dem DRS. Das Gute ist, wir können ein bisschen nach weghalten. So, wir sind jetzt mittlerweile in Runde. Also Richtung Runde 4. Das ist Richtung Runde 5, weil das ist hier die vierte Runde. So, man hat sich jetzt gerade ein bisschen mit dem Vettel vom Leib zu erhalten. Is 3 seconds up on your gap. To teammate behind is 12.5 seconds. Wenn der jetzt schön dran kommt, haben wir ein Problem. So, jetzt gerade ein bisschen Luft zu holen.
Jetzt wird er mich kassieren, wahrscheinlich. Ja, da kommt er richtig gut dran. Ich kann mich nicht wehren gegen ihn. No need to worry about tire condition for now. Everything's looking good. Okay. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Check your MFD for a new strategy option. So schön Zeit verloren. Scheiße. Ja, da wollte ich zu viel. Da wollte ich noch rein und ich habe die. Ich habe das Ende der Lücke nicht gesehen. Und jetzt habe ich den zweiten Ferrari auch noch in der Backe. Ja, es hat sich jetzt blöd, dass ich da einen Fehler mache. Was gemacht? So, ich versuche mich zu wehren. Es wird jetzt, dass ich jetzt natürlich den Vettel wieder vor mir habe. In this lap, push now. Jetzt habe ich aber natürlich den Vorteil, wie ich dranbleibe mit dem ERS. Mit dem DRS am Vettel vorbeizugehen. Ja, ich will meinen dritten Platz wieder zurückhaben, den mir da gerade schön schrittig gemacht hast. Ja, fair, muss ich sagen. Also, hat er die Hilfe genutzt? Weil das Thema hat sich gerade erledigt. Wo ich komme von Leclerc auch weg, das ist ein Vorteil. Der hat zum Beispiel noch 6. Verstappen sogar dran. Eine andere Strategie jetzt. So, Vettel in der Box. Wir gehen die nächste Runde. Wir haben jetzt auch Mercedes mit dem Hamilton in die Box, aber der wird definitiv nochmal rauskommen, vor uns rauskommen. Es geht einzig gegen den Vettel, jetzt gegen den, um die Position 3. Vielleicht habe er ja ein bisschen Dusel, dass er da im Verkehr raus muss. Die Strecke muss. Gut, die sind jetzt Kwiat. Ja, gut, Verkehr Kwiat Stroll. Ist toll. Ja. Ja, schauen wir mal. So, mal gucken, ob es reicht. Leclerc geht jedenfalls mit rein. So, jetzt kann ich ganz einen Schluck trinken. So, die kommen jetzt alle mit rein und ich hoffe, dass er warten muss. King ist mit drin. Jordan in the pits. Exit now.
Da ist er. That was our last stop. No more scheduled pit stops. So, jetzt kommen natürlich noch die Verstappen mal dran. Das reicht gerade so noch davor zu bleiben. Und damit ist definitiv unser Podiumsplatz auch weg. Wenn dann vorne nicht noch einer ausfällt. Das Problem ist, dass ich Verstappen eigentlich weit genug hinter mir hatte mit 2,5 Sekunden. Und jetzt haben wir noch eine Backe genommen, wenn nämlich gleich mal der dahinter ist. Und die Sainz. Ich gehe davon aus, dass wir den jetzt kassieren werden. Dass er uns jetzt kassieren wird. Na, noch nicht. Nächste Runde. Wenn er dran bleibt, hat er uns nächste Runde. Da sind noch ein paar Autos davor, okay, das, ja, es müssen minimum 4 Autos auf der Strecke sein, die eigentlich noch, oh, das ist irgendwo gelb, Volkswagen sind ausgeschieden, Verstappen, oder? Ne, Albon. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass es Verstappen war, der... Okay, the incident has been cleared, let's get back up to racing speed. Full course caution. The safety car is out. Safety car. Verdammt, jetzt hätte ich reingehen. Jetzt hätte ich reingehen können. Slow down. Maintain positive delta. Weißt du, das Problem ist jetzt, der Kwiat, mit dem ich eigentlich nicht auf dem Schirm hatte, aber immer vor uns ist. Den ich jetzt genau dazwischen hängen habe. The safety car is waiting for the leader. You may overtake it. Overtake the safety car. Jetzt sind wir nämlich Fünfter. Ja, weil ich auch selber ein bisschen gebummelt habe. Ich habe tatsächlich gedacht, okay, den Quert, den habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber der hängt davon mal damit davor. Und jetzt habe ich den natürlich noch ein paar davor, also Fünfter sind wir mit dran. Das heißt, ich muss jetzt warten. Verdammt, ey. Ich versuche mir gerade mein eigenes Rennen ein bisschen. Ich hatte gehofft, okay, vielleicht kriege ich den Verstappen. Vielleicht kriege ich den Vettel immer noch im Start, aber mit dem Quiet habe ich null auf dem Schirm gehabt. The car ahead of you has just fitted the hard tires. Car ahead now on the hard compound. Natürlich, ich hätte jetzt reingehen sollen. Oder wer? Jetzt alle reingehen und führe ich auf einmal, aber. Thema ist durch. Podium ist weg, definitiv. Wenn ich Glück habe, kriege ich Platz 4 noch. 5 Runden haben wir noch. Ich war jetzt bewusst auf Mager, um ein bisschen Benzin zu sparen und dann final nochmal ein bisschen zu pushen. Und vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen was mit dem Podium zu tun zu haben. Ja, es ist jetzt halt, ne? Hat er genau richtig gemacht, ist reingekommen. Safety Car kam raus, es war perfekt, genau, perfekt gemacht. There's 5 laps of fuel remaining. Gut, der fährt harte Reifen, ne? Eigentlich sollte das ohne Probleme klappen. Aber eigentlich. Quiet fällt aus der Reihe, hat er gerade gesagt. Also vorne für den Bottas, Hamilton, dann Vettel und Quiet die nächste. Und dann wir und Verstappen und Zeit. Schon Ausfall von Albon. Wo das fällt so ein bisschen durcheinander gemurgelt, weil das. Ja gut, das wäre ich euch nochmal. Hätte vielleicht sogar ein Podium drin sein können, aber wie gesagt, wir haben jetzt 2 Autos direkt vor uns. Ich habe mir nach dem SFG in Kanada, habe ich mir den Hamilton gepackt. Vielleicht kriege ich mir eine Überraschung in den Kia zumindest kassiert. Und dann bin ich wieder dran am Vettel, wenn ich dranbleiben kann. Da muss er. Ja, in das Lab.
Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. So, weil jetzt das Safety Car. Jetzt steigt er auf grün um. Der Vorteil ist, dass wir jetzt im Regenau mal quer vorbeikommen. Happy. Das war sehr, sehr wichtig, dieses schnelle Überholen. Wäre es lieber gewesen, wenn es ein Platz weiter vorne gewesen wäre, dann hätte ich mich jetzt aufs Podium schieben können, aber. Gott sei Dank habe ich den schon kassiert, ey. So, der hängt jetzt ein bisschen älter Verstappen noch. Gut, ich habe kein DRS. Ein bisschen im Windschatten. Bottas holt sich die beste Zeit. Man bin jetzt dran. Der Vorteil ist, dass ich. Nein, es ist noch nicht freigegeben. Sonst hätte ich es gehabt. Jetzt kann ich das Podium nochmal ein bisschen riechen. Kwiat ist raus, was das Thema betrifft. Aber den Vettel hier will ich unbedingt noch kassieren. Eher als sparen. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit. Verstappen ist immer noch nicht vorbeigeführt, ne? Runde 12 jetzt nochmal hier. DRS is now enabled. Ich habe ein bisschen verloren jetzt gerade, weil ich ein bisschen schlecht durch die Kurven durchgekommen bin. There's only one lap of fuel remaining.
Letzte Runde. Viele Chancen wird es nicht mehr geben gegen Vettel, um ihn nochmal zu kassieren. Hamilton hat den Bottas derweil geknackt. You need to slow down before hitting the corners. We don't want to get a penalty. Scheiße. Ja, das war's. Scheiße, da hab ich ein bisschen zu viel gewollt. Es war ein Versuch wert, da nochmal reinzukommen. Dann holt er sich den Sieg. Oh nein, und dann noch durch den Sprit. Mit ein bisschen Dusel holen wir uns dann noch Platz 4. Okay, pick up rubber and bring it home. Ach man, da war doch die Chance da, der letzten Kurve. Oder vorletzten Kurve. Den hätte ich fast auch gehabt, den Vettel. Ich musste ja pushen. Ich musste es. Ein weiterer historischer Sieg geht heute auf ihr Konto. Das hat das Team von Mercedes super gemacht. Stefan, sag mir, was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Ja, Kwiat. Der war mal in der Sünger in der Waage im Safety Car. Den hätte ich nicht. Da habe ich einen Fehler gemacht, weil sonst wäre ich vorbei gewesen am Vettel. Shit. Naja. Platz 4, das sind meine 12 wichtige Punkte. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Mein Fahrer des Tages ist ohne Frage Antonio Giovinazzi. So ein selbstsicheres Rennen von einem der neuesten Stars dieses Sports und eine Leistung, auf die er äußerst stolz sein kann. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ansonsten hat unser Team mit dem Boss am Steuer gute Arbeit geleistet und arbeitet sich in der Tabelle weiter nach vorne. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ja, Ricciardo, der hat... Ja, das, wie gesagt, das war halt knapp. Ich habe ja den Vettel fast noch holen. Sehr gut. Die 3 Sekunden kamen, weil mir der Sprit am Ende ausgegangen ist. Das war ein bisschen Glück, weil der nämlich dran gewesen wäre, der Kwiat und Verstappen, dann wäre ich da auch noch hinterher gefallen. Das war ein bisschen glücklich dabei. Schade. Ich muss irgendwas versuchen. Das leicht aus. War es die falsche Kraftstoffstrategie oder lag es an Ihrem Fahrstil? Ganz einfach, ich habe mich verrechnet. Punkt. Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Naja. Klasse, das war dann alles. So, nächste Rennen, wie gesagt, ist Österreich nächste Woche. Thank you.
Das, also Spielberg, wie gesagt, das nächste Rennen. Dann hoffen wir, dass wir da ein bisschen was wieder ein bisschen mal Punkte mitnehmen. Platz, wie gesagt, Platz 4, Traum. Drei der letzten vier Rennen gepunktet außer Baku. Wir sind in Ordnung. Guten Morgen, Boss. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. So, mal gucken, ob wir irgendwie was haben. Wir können ein bisschen was Kohle machen. So, dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder und eigentlich morgen, nächste Woche wieder zum Rüstungsreich.